Sie winkt ihren Holstenhallen-Fans und sie winkt zum Abschied. Helen Lange-Hahnenberg hat heute den großen Preis der Weltcup-Tour in Neumünster gewonnen. Neumünster ist das letzte Turnier der Mannschaftsweltmeisterin. Dann verabschiedet sie sich in die Babypause. War Dempsey deshalb heute besonders motiviert? Nee, ich fand ihn von Anfang bis Ende eigentlich echt toll zu reiten. Er kam rein, er war schon ein bisschen an, aber ich mag das ja, ist mir lieber erst ein bisschen an. Er siegt und siegt und bleibt auch im Championat von Neumünster unschlagbar. Felix Hassmann, die Nummer 1 der deutschen Springreiter und Cayenne WZ. 54 Starter, 14 in der Siegerrunde, aber 13 ohne Chance auf den Sieg. Ja, es lief sehr gut für mich. 1-2 konnte ich schon ein wenig reiten und dann ist mir super gelungen, die Wendung alle. Ja, war einfach, passt einfach alles.